Willkommen zu einer brandneuen Folge von Dorfleben im LS22. Heute bin ich direkt in meiner wunderschönen Werkstatt. Hier hat sich ja in den letzten Tagen so ein bisschen was abgespielt. Bisher wurde auch noch nichts irgendwie weiter gefunden darüber. Also es ist bisher noch relativ schwer, da ja jemanden Verdächtigen zu finden, der hier eingebrochen ist und der das hier veranstaltet hat. Also das war wirklich ein richtig fetter Schock für alle. Aktuell ist der Raum komplett noch dicht, da darf keiner rein. Das wird alles komplett kernsaniert. Ja, also von daher kann ich mein heiß begehrtes Büro leider nicht weiter benutzen. Und ja, da muss ich erstmal gucken, wo ich meine Unterlagen eigentlich unterbringe. Ich glaube, das werde ich dann irgendwie hier machen, in der großen Halle. Ja, sieht natürlich ein bisschen komisch aus, aber was willst du machen? Anders geht das halt nicht. So, ja. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen cool, dass ich mal heute ein Video starte direkt von meiner wunderschönen großen Werkstatt. Powered by Logistik Hirschfeld. Das ist einfach ein richtig schönes Modpaket. Ne? Grüße gehen raus an Mario, der das hier richtig schön erstellt hat. So. Hier steht ein neues Fahrzeug. Ja, das ist ein brandneuer Abschlepper vom ADAC. Ich habe das ein bisschen aufgewertet, da der alte Abschlepper leider Gottes kaputt gegangen ist. Ja, der hatte einen Motorschaden und da musste ich halt schauen, was mache ich jetzt? Ich brauche unbedingt ein neues Auto und habe mir dann den Abschlepper geholt, damit ich den ja, in der Werkstatt habe. Weil das Auto ist ganz, ganz wichtig. Abschleppwagen braucht... Was? BMA? Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut, ey. Also aus dem Nichts. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Was? DME auf? Auflaufende BMA? Was? Gut, ja. Eigentlich hatte ich heute ein bisschen was geplant. Ich wollte euch eigentlich gerade noch die Waschstraße zeigen. Denn ich wollte eigentlich ein Auto gerade... Ein Auto, waschen. Auflaufende BMA... Haben wir. Ja, dann. Oh Gott. Können wir mal mitnehmen. Ja, ist auf jeden Fall das LF Cutshot nehmen wir mit. Die sind verbunden. Ach, die hören mich gar nicht, ne? Die hören mich gar nicht. Wollen wir das LF16 noch mitnehmen wieder, oder? So. Nee, wir nehmen erstmal nur das LF Cutshot mit, Jungs. Ey, sag mal, Ben, bist du das? Du warst ja. Du warst ja gleich verbunden hier mit meinem Handy. Ich bin eingestiegen und schon hab ich dich gehört. Was ist denn los? Ja, wir haben Einsatz ausgelöst bei Meldeanlage. Ich hab da gerade schon gesehen, ja. Ja. Servus, was ist denn los? Brandmeldeanlage bei der Polizei, anscheinend. Ja, alles klar. Ich fahre, ich zieh mich schnell um. Ja, moin. Was, direkt bei der Polizei? Ihr verarscht mich doch hier. Ja, schon. Okay. Nein. Ach Mist, ja. Ey. Ja, dann warte, ich zieh mich schnell um, ich fahr. Ich komme am besten hinterher mit dem Rettungswagen, ja? Ja. Der steht damit drauf. Gut. Dann würde ich mit meinem RTW fahren. Soll ich dann fahren mit dem LF oder? Ich fahr. Okay, dann steige ich schon mal hinten ein. Ja, einer könnte zur Not noch den ELW besetzen. Oder dann würde ich ELW fahren. Genau, nimm du den ELW. Wir brauchen, genau, Manni, geh du zu uns. Genau, also wo müssen wir hin? Polizeiwache. Brauchst du Straße und dann links rum. Und dann nur geradeaus. Dann fährt der ELW mal vor. So, ihr seid verbunden alle, ihr hört mich. Ja. Gut. Ja. Du sag mal, die Polizei, Leute, die wurde erst gebaut, oder? Ja. Ach du Scheiße. Gebäude. Die ist doch neu. Ja. Oh. Ich würde so stehen bleiben. So, ich gehe mal erkunden.
Ja. Ich komm mal mit. Oh Gott, ey, nee, wa? Was ist passiert da? Scheiße. Alter, Paul, ein neues Auto für den Rettungsdienst, hä? Ja, ey, du, ich hab meine Sachen gerade ehrlich gesagt nicht gefunden und musste ganz schnell mal umswitchen. Dankeschön vom LFK-Schutz zu mir. So, Manni, viel Glück, auf geht's. Jo. Dann gehen wir vor. Enttäusch mich nicht. So, sind das die neuen Degen? Ja. Ah, ja, okay. Der Manni arbeitet bei mir. Ach so. Ah. Die müssen sich gleich mal vorstellen. Ja, laut Brandmeldeanlage soll es in der Gefängniszelle Rauch sein. Geht einmal rein zur Erkundung. Sollen wir Schnellangriff mitnehmen oder? Nee, nimmt ein Feuerlöcher mit erstmal. Manni, nimmst du mit oder? Ja, ich würde. Ja, dann gehe ich schon mal rein. Warte. Wir brauchen aber das Heiligentool. Tür klemmt ein bisschen. Wie Tür klemmt? Also ich weiß nicht, entweder bin ich gerade ein bisschen zu schwach oder die Tür klemmt wirklich. Nee, die Tür klemmt. Oh. Ich hole das Heiligentool schon mal. Warte, ich hab das Heiligentool. Warte. Achso, gut. Ja. Alter, wie kann man so Warte. So. Ja, dann gehen wir schon mal rein. Gut, da schon mal. Ben, haben wir verletzte Personen? Ist da irgendwas schon? Gibt's da Info? Nee. Aktuell keine verletzte Person. Alles klar. Ey. Da haben wir uns doch alle gefreut, dass die Polizei eigentlich gebaut wurde und jetzt auf einmal gibt es einen großen Einsatz. Mist. Negativ, hier ist nichts. Ja, ist verstanden. Wir kommen wieder raus. Ja, ich setze die Anlage zurück. Alter Schwede, ich hatte hier gerade einen kleinen Herzinfarkt, ey. Gibt's ja gar nicht. Ja. Das ist der allererste Einsatz, den ich jemals habe, Alter. Oh. Hör auf. Ja, ist aus? Okay. Ja, jetzt ist aus. Brrr. Meine Güte, ey. Jetzt müssen wir nur noch offen. Hat jemand die Nummer von diesem neuen Dorfherre? Ich nicht. Vielleicht. Hier, Load. Komm, da kommt er doch gerade schon, oder? Wo? Da kommt die. Ah ja, guck mal. Da kommt er doch. Oh, der weiß ja gar nicht, was los ist. Hallo? Ja, moin. Schon mitbekommen, was passiert ist? Nee, bin gerade erst eingetroffen hier. Ben, wo bist du? Erklär mal hier, was los ist. Jo. Oh, guten Tag. Guten Tag. Echt? Ach, guten Tag, Herr Schmidt. Ich bin der Ortswehrführung. Wurden heute alarmiert zu ihrer Revier, weil da hat die Brandmeldeanlage ausgelöst gehabt. Okay. Ja. Aber wir haben eine Feststellung. Ja, haben Sie vielleicht einen Schlüssel für Ihre Zelle? Dass wir da nochmal genauer nachgucken könnten. Ah, oh, noch Moment, ich greife mal in die Tasche. Oder klemmt das Schloss noch? Hier ist der Schlüssel. Ja, okay. Mit Generalschlüssel dran. Ja. Manni! Manfred! Ja. Ja, nochmal ein Schlüssel. Geh nochmal mit der WWK erkunden. Jo. Und Paul? Ja, ich stehe hier. Ja, was ist los? Ja, für euch ist Einsatzende. Ja, ist verstanden. Gut, hier ist ja nichts weiter los. Ich fahre erstmal wieder zurück. Ich fahr zurück. Wir sehen uns gleich. Jo. Nee, alles gut da. Da ist nichts. Ja, okay. Geh, die auch nochmal gucken.
Ach du, was ist das denn? Was ist denn hier los? Hä? Den kenne ich. Kommt alle mal rein. Oh, der Money. Oh, das interessiert mich jetzt doch hier. Was ist denn los? Oh, ach du Scheiße. Aber der, was? Der warte mal. Geh mal bitte kurz weg. Ey, den kenne ich. Wie Entführung? Ist dringend tatverdächtig? Ach du Scheiße. Den kenne ich aus der Zeitung. Ja. Oh. Los? Was nur? Hat jemand was gedrückt? Nein. Komm, jetzt wieder aus. Also hier stimmt irgendwas nicht. Also ich glaube die Anlage. Die ich glaube, die Anlage muss nochmal überprüft werden, Jungs. Ja, ich würde mal gucken. Ein Techniker wäre nicht verkehrt, ne? Ja. Ich glaube, ich war mal selber in einem Vertrieb, da haben wir Brandmeldeanlagen gebaut. Ich kenne mich gut aus damit. Ah, tipptopp. Ich würde mal drüber gucken. Ja, wird voll was wieder weg. Wir fahren nach Haus, Jungs. Genau. Und da am besten alle mal da bleiben dann, ne? Vor der Feuerwehr. Wir sehen uns gleich. Jo. Der Polizist kann auch gerne mitkommen. Ja, ja. Ich bin schon unterwegs. Ich hab dann später noch einen Auftrag für dich. Jo, alles klar, wir sehen uns gleich. Lasst mal alle zurückfahren. Ihr hört mich trotzdem noch, wir sind verbunden. Jo. Ey, was ein Einsatz. Ich dachte schon, die Polizeiwache steht dann komplett brand hier, ey. Alter. Das wäre dann so super GAU gewesen. Ne, stellt euch mal vor, ne, das wäre jetzt wirklich so gewesen. Ja. Dann hätten wir wieder 10 Jahre gewartet, bis die Polizei da ist. Ja. Also. So, wir treffen uns am besten gleich alle mal im Versammlungsraum. Mhm. Degen, lass mal das Halef noch draußen stehen. Die ist hoffentlich bewusst, dass das ein Elf ist. Könnten wir jemand das Dorf machen, vielleicht? Achso. Schön. Ja. Wir müssen da noch das Fahrzeug rausholen. Das muss heute in die Werkstatt. Ach so. Ah ja. Ich hab's schon gehört. Aha. Ja. Nee, dann kommt mal alle rein. Tür ist offen. Einmal rein, einmal durchlaufen. Sucht euch mal einen schönen Platz aus an der Seite. Alle rein. Also voll wartet ja noch nie. Alle rein hier, hopp, hopp. Ja, wir haben ja ordentlich Werbung gemacht. So, wo ist denn? Ich ziehe mich aber erstmal um. Achso, genau. Ja, ihr könnt eure Klamotten ablegen. Macht mal. Wo ist er denn jetzt hier? Schmidt! Einmal in den Aufenthaltsraum, wenn du gerade Zeit hast. Ja, klar. Ups. So, sind alle da? Ach nee, Degen ist noch hier. Macht mal Tür auf. Ja, Mensch. Oh, Degen, Mensch. Tolle Frise. Danke. Eieiei. Ui. Hat aber lange gedauert beim Friseur, ne? Runter von meinem Platz. So. Alle da? Ja. Nope, ich bin auch weg. Ich mach mal kurz die Tür zu. So. Manni, du stinkst. So, dann setzt euch alle da mal hin. Genau. Wo ist denn? Ach, alle da jetzt, ne? Ja. Ja. So, dann fange ich mal ganz kurz an. Eine ganz kurze Besprechung. Erstmal begrüßen wir alle neuen Herrschaften, die jetzt hier in Rehbach gelandet sind. Ich würde euch bitten, euch einfach mal ganz kurz vorzustellen hier, ne? Das wäre gar nicht mal verkehrt, damit wir mal wissen, mit wem wir hier richtig zu tun haben. Hat ja alles gerade schön geklappt beim ersten Einsatz. Ich würde sagen, wir fangen mal vorne rechts hier auf meiner Seite mit Herrn Maxi Meier an. Einen Moment bitte. Ja. Hol mal deinen Stift raus, Papier, wenn du willst. Du hast deinen Schnärpel bloß eingepackt, ich warne dich. So. Also, muss nicht aufgeregt sein, alles gut. Also,
sind nur wir. So, jetzt bin ich. Was war es nochmal? Ich habe jetzt nicht mehr richtig zugehört. Ich war gerade auf dem Handy abgelenkt. Nee, ja, kein Problem. Da bin ich gewohnt hier. einfach gerne mal vorstellen. Wer bist du? Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich bin der Maxi Meier. Ich bin 23 Jahre alt. Komme ursprünglich aus Thüringen. Ja. Und bin hier nach Rehbach gezogen, einfach weil die Feuerwehr, wo ich herkam, wurde aufgelöst aufgrund des wenigen Personals. Wir hatten, glaube ich, insgesamt nur 3 Leute mit einem TSF. Oh, okay. Dann ist irgendwann das TSF kaputt gegangen, hatte einen schweren Verkehrsunfall. Ist auch einer draufgegangen, leider. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Jetzt bist du nach Rehbach gekommen und dachtest dir, hier machst du einen Neustart und hier ist geil. Genau. Okay. Gut, danke, Herr Meier, ne? Maxi. Achso, ich bin der Paul übrigens, ne? Hier wird nichts nicht gesiezt. Okay. So, wer war denn hier daneben? Thomas Meier, wer bist du denn? Genau, also ich bin der Thomas Meier. Ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg. Ja. Aber bei mir war es auch so wie beim Herrn Meier, dass meine Wache aufgelöst worden ist, aufgrund von wenig Personal. Uiuiui, also das hört sich ja nicht so gut an, ne? Ja. Aber hier in Rehbach ist immer was los. Hier sind nette Leute, viele Leute. Also hier wirst du Spaß haben. Alles klar. So, gut. Dann haben wir Ben, den kennen wir schon. Degen, wer ist denn Degen? Kenne ich gar nicht. Manfred Igel, wer bist du denn? Du bist ja alt. Ja, ich bin der Manfred Igel. Ihr könnt mich auch wie Manni nennen. Ja. Ich kein Problem mit. Also ich bin, ja, sagen wir mal schon, alter Herr hier. 38. Bin oh ja. Alt. Oh. 38 und solche grauen Haar, schäm dich. Das ist aber, das ist aber eine Zumutung, ne? Ich bin noch topfit wie ein Turnschuh. Gut, gut, gut. Ich schon letztens im Wald. Ach so. Auf jeden Fall, ich komme aus dem Norden, aus dem MV Mecklenburg. Ah ja, und du bist jetzt auch nach Rehbach gezogen, ja? Ja, das wurde mir da oben zu bunt, das konnte ich nicht mehr. Das glaube ich. Rehbach ist viel dunkler. Also, hier ist alles viel besser. Wirklich. Ja, das hoffe ich. Ja, na klar, wirst du Spaß haben, wirklich. Und er ist bei mir angestellt. Ja, ich hab das schon mitbekommen hier. Er arbeitet bei dir, ne? War das so? Ja. Ah ja, habt ihr euch gefunden, das ist ja schön. Na klar. Gut, danke. So, wem haben wir denn hier zuletzt? Benno Schmidt? Ja. Der neue Dorfscheriff. Ja, ich bin der Benno Schmidt, 31. Ja. Und wurde von meinen Vorgesetzten empfohlen, hierher zu kommen. Ah, das ist mega, weißt du das? Die Polizei haben wir vermisst. Ja, ich merk's schon. Ja, und was sagst du zum Einsatz? Also, dachtest du auch, die Bude steht in Vollbrand? Na, so dachte ich das schon fast auch. Ja, aber alles gut gegangen, ja. Also wir freuen uns, ja. dass du hier bist. Das ist richtig, richtig toll, wirklich. Ja, ich freue mich auch. So, gut. Habt ihr sonst noch irgendwas, Fragen oder irgendwas? Nö. Meine Frage ist nichts. Ja, dort sollte... Ah, ich habe eine Frage noch. Ja. Also ich habe in meiner alten Welt war ich auch noch Gerätewart. Wollte fragen, ob ich hier auch Gerätewart machen könnte. Wenn es wirklich wäre. Ben, was meinst du? Wir müssen uns mal kurz absprechen. Könnte funktionieren, ja. Oder? Auf Probe erstmal. Ja. Und wenn das gut läuft, kann man über eine Festeinstellung in diese Richtung reden. Ja. Hätte ich jetzt auch so gesagt, weil bisher haben wir das immer zusammen so ein bisschen gemacht, ja. Wer Zeit hatte. Außer er bewirbt sich bei unserer anderen Abteilung, dann geht das auch sofort. Ach so. Ich kann also auch zur anderen Abteilung gehen, so ist nicht. Nee, so war ich jetzt nicht gemein. Ach so. Aber wir ja, also haben eine FTZ im Ort. Das haben wir auch noch hier in der Region. Also wie du möchtest, kannst du gerne aussuchen. Also gesucht wird ja, auf jeden Fall. Ich überleg's mir mal. Alles klar. Aber ich würde erstmal hier auf Probe machen, erstmal. Ja, gerne. Dann tragen wir dich ein und dann kriegen wir das schon hin. Dann kriegst du einen Schlüssel und so weiter für alles. Und dann geht's los. Alles klar, dann danke. So, ja, kein Problem. Und ansonsten, wenn irgendwie Einsätze sind, ihr könnt gerne immer vorne durch die Eingangstür kommen, hier durch die rote. Dann geht ihr einmal durch und dann habt ihr hier rechts so einen großen Monitor. Hier steht alles drauf, wo es hingeht, was los ist, wie das Wetter ist und dann könnt ihr direkt in die Fahrzeuge. Ganz easy eigentlich. So, genau. Also hier geht's durch. Habt ihr euch das Gerät doch schon angeguckt vorher?
Ja, so. Bin noch nicht so ganz. So, das ist, könnte, könnt... Oh, Sirenenalarm? Naja, das war Probe. Das war eine Probe. Also. Genau. Hab mich auch gerade schon gewundert. Oben habt ihr die Leitstelle, könnt ihr alles euch gerne mal angucken. Die Fahrzeuge stehen hier drin, hier sind die Spinde. Eigentlich alles, ja, ganz geordnet. Genau. Soweit erstmal das. Ich muss euch aber erstmal entschuldigen. Ich muss jetzt erstmal nochmal zurück. Ich muss ganz kurz nach Hause und dann sehen wir uns demnächst wieder, ne? Machen wir das so? Ach, ja. Falls irgendwie Fragen sind, Ben ist ja noch da. Wenn nicht, ruft er mich an. Jo. Gut. Paolo? Ich würde mir die BMA mal angucken gehen. Ja, gerne. Ben, ja? Paolo, nochmal ganz nimmst du das Vorsicht vielleicht mit oder soll ich dir hochbringen? Pass mal auf, das machen wir am nächsten Tag, oder? Also demnächst. So machen wir das. Gut. Dann kommst du vorbei damit, dann gucke ich mir das direkt an und dann kriegen wir das so hin. Machen wir es so. Alles klar. Man sieht sich, Leute, ne? Ich muss los. Jo. Jo, hau rein. Schönen Tag euch. Tschö. So. Das sind wirklich richtig, richtig nette Leute. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da auf einmal so viele Leute dabei sind. Habt ihr jetzt gemerkt, Leute? Es sind viele neue Spieler dazugekommen. Es sind aber längst noch nicht alle. Ja, ein paar tummeln sich hier noch rum auf der Karte. Aber ich muss wirklich sagen, es macht verdammt Spaß. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Einsätze fährt, dann kann man ein Fahrzeug zum Beispiel komplett besetzen. Oder man fährt mit mehreren Fahrzeugen zusammen raus und dann kann man Einsätze hier richtig schön gestalten, wie man möchte. Und ja, das macht einfach mega, mega Laune und ich würde jetzt einfach mal sagen an dieser Stelle, wenn euch dieses neue Video gefallen hat, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Feedback ist immer gewünscht, also da würden wir uns richtig drüber freuen und dann könnt ihr uns gerne auch einen fetten Daumen nach oben da lassen, wenn ihr schon dabei seid. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge von Dorfleben und hier wird es dann weitergehen. Habt ihr gerade mitbekommen, das HLF, der Feuerwehr Rehbach, muss irgendwie gewartet werden. Da ist irgendwas kaputt. Das gucke ich mir dann an in der Werkstatt und dann schauen wir mal, was dann noch alles so passiert. Ich denke mal, das wird nicht das Einzige bleiben. Ja, da wird bestimmt noch ein bisschen was passieren. Gut, Leute. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann wieder in alter Frische. Macht's gut. Bleibt gesund. Ich ziehe mich jetzt erstmal um und dann geht's ab nach Hause. Bis denn und ciao.